Diese Woche geht es um On-Air-Design und die Frage ist, wer macht's uns? Make the Internet great again. Kai Philipp Walulis. Wir haben deswegen einen kleinen Ausflug gemacht und sind jetzt bei einer SFX-Schmiede, die ganz tolle Verpackungen und Animationen baut. Die Jungs können alles nachbauen, was kein Mensch selber drehen könnte. 2D, 3D, VFX, Krachbumpeng und natürlich auch ganze Sendungsdesigns und Verpackungen. Nein, die haben so einen Löwen voll. Die wichtige Frage ist, was ist eigentlich der Sinn von On-Air-Design? On-Air-Design ist eigentlich dazu da, sich zu Hause zu fühlen, zu wissen, in welchem Format man ist. Hier. Was ist denn zum Beispiel mit Schrift? Galileo hat eine total einprägsame Schrift. Das ist sofortiger Wiedererkennungswert, ist die Schrift. Ja. Ich würde auf eine serifenlose Linear-Antiqua-Schrift gehen. Aber gibt es so bestimmte Farben, die was Bestimmtes transportieren? Also es hieß ja immer so, Blau ist seriös und Rot ist Boulevard. Gilt das noch? Ich denke, das weicht sich ganz schön auf. Da haben sie unsere Sehgewohnheiten auch einfach geändert. Willst du überhaupt seriös sein? Gibt es eine Satirefarbe oder eine Humorfarbe? Ich glaube nicht, dass eine Farbe alleine humorvoll sein kann. Natürlich ist das Einfachste, einen Komplementärkontrast zu nehmen. Also ein Orange und ein Blau, das beißt sich immer. Was machen eigentlich die anderen so? Dann haben wir LeFloid. Tatsächlich ein Logo, eine Logo-Animation und wird zum Dauerlogo. Ist doch super. Ich finde es nicht so schlecht, warum denn nicht? Jetzt, wenn du das aber jetzt auf dem Smartphone anschaust, dann wird es, glaube ich, ganz schön klein. Gell? Warum machen die Amerikaner eben so etwas? Dieses ganze Geglitzer und Rumgefahren, ja. Dieses Pseudo-3D mit diesen transparenten Dingern. Ich glaube tatsächlich, dass das über die Fernsehkultur der Amerikaner kommt. Und dass du dich in den USA gegen so viele andere Formate behaupten musst, zeitgleich, wo doch unsere Fernsehlandschaft sehr viel dünner ist, sehr viel schlanker, sehr viel aufgeräumter. Ist es nicht vielleicht dann die Zukunft, was kommen wird? Und wir nicht lieber so eine Verpackung machen sollen, weil alles explodiert und groß ist? Ich glaube nicht, dass du viel Bum-Bum machen musst. Du musst da mit einem cleveren Inhalt kommen. Genau diese Aufmerksamkeitsspanne, die du am Anfang hast, da muss der Knaller sitzen, damit der User bleibt. Und konkret, wie baut man sowas? Lass uns mal ein Beispiel anschauen. Sehr nüchtern, ohne viel Shishi, war die Seriosität steht im Vordergrund. Und hier halt auch ein super Kontrast zwischen Rot und dem Petrol. Da ist jetzt auch nicht Blau als seriöse Farbe drin, sondern irgendwie das gedeckte Rot, das gedeckte Blau. Beide aus einem ähnlichen Farbraum, aber verschiedene Farben. Und dieses Tetris-Element, also was aussieht wie ein Tetris-Stein, ist ja das eigentlich der Hintergrund von dem Logo dann später, oder? Ganz genau, so baut sich das alles zusammen auf. Ja, nett solche Designs. Aber wer faul ist, könnte diese Bauchbinde doch einfach einblenden. Klassisches Einblenden, das machen wir nicht. Also das machen wir bei nix. Okay. Also auch Überblenden zwischen zwei Shots machen wir nicht. Also das geht gegen meine Berufsehre. Wie kann ich das in Elemente zerlegen, die sich dann aufbauen? Damit die sich wiederfinden in Sachen, die der Zuschauer schon gesehen hat. Also wenn er diese Farbkombination im Logo schon gesehen hat oder im Intro oder was, und dann bei jeder Bauchbinde sieht, dann ist ihm klar, okay, diese Rot-Blau-Kombination, das wird schon auch dieses Magazin sein. Sieht gleich viel interessanter aus. Ganz klassisch produzierter Opener mit viel Realbild aneinander geschnitten und mit wahnsinnig viel 3D- und 2D-Moschelei-Animationen versehen. Das ist alles komplett durchgehend mit ihr eigentlich gemacht? Also ein One-Shot, ja. Die ist schon Profi, überhaupt gar keine Frage. Aber das auf eine Animation, genau zu Schauspielern, sag ich mal. Ich glaube tatsächlich, dass es wenig Zuschauer wirklich merken, wie viel Aufriss dahinter steht, wie viel Arbeit das ist. Aber die generelle Anmutung, glaube ich, bleibt dem Zuschauer schon hängen. Dieses Gefühl der Wertigkeit. Das heißt, wenn ich dem Zuschauer klar machen will, hey, wir sind etwas Besonderes, etwas Hochwertiges, dann sollte da auch eine gute Grafik dabei sein. Ja, super. Dann vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ich brauche eine Jacke. Viel gelernt heute, aber ein bisschen Hilfe könnte ich, glaube ich, immer noch brauchen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr gute Beispiele oder auch schlechte Beispiele unten postet, in die Kommentare schreibt und wenn ihr selber was gemacht habt, schickt's uns gerne. Alle Kommentare werden natürlich gelesen.